Vielleicht lassen wir es doch auf Profi. Weil wir gewinnen ja doch nicht alles. Macht ja auch Spaß so. Großteils. DFB-Pokal. Heute regiert in der Stadt nur der Fußball. Es gibt nur ein Thema und das ist dieses Spiel, dieses ganz besondere Duell. Ein Duell der Extraklasse mit zwei Mannschaften, für die nur der Sieg zählt. Bleiben Sie dran, gleich kann es endlich losgehen. Oh, und schon wieder so Kackziele. Ich möchte Sie daheim an den Geräten ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen, liebe Fußballfans. Willkommen im Europaparkstadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich ihre Kommentatoren. Und bei uns steht am heutigen Tage das Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. SC Freiburg gegen RB Leipzig. So, Viertelfinale also in diesem Wettbewerb. Die Nerven spielen eine immer größere Rolle. Das haben wir alles schon erlebt. Und natürlich die Chance jetzt. Mit etwas weniger Power geht der rein. Sagen wir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Vor allem Viertelfinale, wenn wir, ne, wir scheiden einfach aus, wenn wir das nicht schaffen. Einfach stehen gelassen, schöne Aktion. Da ist er da, guter Zweikampf, er hat den Ball. Jetzt bekommen Sie den Freistoß. Der Ball kommt zum Gegner. Schlager. Schöne Aktion. Das macht er sicher. Ecke kommt lang und jetzt ist der Ball geklärt. Da ist der Ballverlust. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Klasse Torausbeute aus den letzten drei Partien, war unaufhaltsam und so soll es natürlich heute weitergehen. Die Voraussetzungen dafür stehen gut, ist super drauf. Die Abwehr muss sich tatsächlich auf etwas gefasst. Ecke kommt rein. Oh, er kann klären. Schussversuch. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Ja, Ball direkt drauf, ne? Ball erstmal abgegeben. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ja, zu langsam den Pass gestartet, er. Den Sprint zu langsam gestartet. Lee Jae Sung. Vielversprechender Vorstoß. Frühes Tor ist immer wichtig. Jetzt ist der Jubel groß. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein! Was passiert hier? Da macht er das Tor, obwohl die Verteidiger da waren. Ganz stark gelöst. What the fuck, er? Das ist aber mal ein Winkel, den er da gewählt hat, er. Leipzig ist hinten, weiter geht's. Und er geht an ihm vorbei. Da kommt der Schuss. Den Schuss musste der Torhüter halten. So unplatziert, wie der war. Was? Rizzo Dorn. Kein guter Zweikampf.
Ja, vor allem verlasse ich meine Position schon wieder. Das mag mein Trainer aber nicht. Da ist der Ball weg. Klostermann. Castello Luqueba. Luqueba. Xavi Simons. Da ist die Flanke. Da kann er erstmal klären. Lee Jae-sung. Macht da gut Druck. Die Kollegen bieten sich an. Ritsu Doan. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Boah, was ist los? Spiel aber auch schlecht gerade, ey. Leipzig über außen. Macht er selber? Riesenchance. Über die Torauslinie, Ecke. Ecke in die Mitte. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Erstmal geklärt. Puh. Salai. Sie sind weiter hinten nach dieser tollen Parade, aber sie machen natürlich eine Menge Druck. Von daher glaube ich weiter an den Ausgleich. Sie kommen, Angriff läuft. Vielleicht nutzen sie diesen Schwung jetzt auch in der Offensive. Gutes Tackling hier. Den kann er klären. Salai. Vargas. Eggestein. Er gibt den Ballbesitz ab. Da wäre Platz für den Konter. Manchmal finde ich das doof, dass sie schneller sprinten als ich. Könnte jetzt was werden. Sie versuchen es. Da ist das Tor. Das ist der Ausgleich für RB Leipzig. Andererseits auch ich das. Er macht das Tor. Hier sehen wir es nochmal. Diesen Treffer wollte er. Lässt sich davon nichts und niemandem beirren. Natürlich wollte ich den Treffer. Ja, ganz klar. Das war so ein wichtiges Tor. Da freut er sich. Seine Mannschaft hat sich hier toll zurückgekämpft. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Philipp. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Guter Vorstoß. Gefährlicher Schuss. Pech. Der geht knapp über die Latte. Knapp. Und das war wirklich gar nicht so unglaublich. Na, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Wir haben noch Chancen, alles ist gut. Mein lieber Herr Trainer. Spiel ist ja noch nicht zu Ende, ne? Da ist der Ballverlust. Nur noch der Torwart vor sich. Gefahr noch nicht bereinigt. Brillant gemacht. Und da sind wir in der Führung. Das hat Openda gut gemacht. Das muss man ihm lassen. Ich habe schon wieder vergessen, wie man Lupfer macht. Ich wollte eben mal einen Lupfer machen, als der Torwart so weit rausgekommen ist. Aber ich habe vergessen, wie der geht und habe irgendwas gedrückt. Das war kein Lupfer. Aber ich glaube, ich habe einfach RL gedrückt und nicht RB. Ich glaube, ich habe die falsche R-Taste, nee, L-Taste gedrückt. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwie sowas halt, ja. 2-1, hier ist noch alles drin.
Castello Luqueva. Luqueva. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Ja, Ball nicht getroffen. Schütte piepen. Pressing kommt sofort. Ich wollte immer neue Sachen probieren. Und damit sind sie am Ball. Das ist Xavi Simons. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Das war auch kein Lupfer. Ich habe jetzt Lupfer versucht gerade, weil ich die Tasse wieder finden möchte. Er zieht einfach vorbei. Schön den Ball abgenommen. Vargas. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Abgezogen. War das eng? Aber er kann erstmal durchatmen. Tja, wenn der drin ist, dann führen sie deutlicher, dann haben sie das Ding im Griff. So bleibt es spannend nach dem Alu-Treffer. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Sie holen sich hier den Ball. Manu. Erstmal hier der Ballverlust. Unaufhaltsam. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Boah, irgendwie kommentieren die heute oft das Gleiche. Das nervt mich. Ecke kommt in die Mitte. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Ich verstehe Kopfbälle noch nicht so ganz, weil da war jetzt irgendwie schon wieder so voll und dann war er wieder ganz leer. Er pfeift, Elfmeter. So, keine Karte, klar, den Elfer muss es geben, aber ich glaube, viele haben da eigentlich auch mit der Karte gerechnet. Ich auch, Wolf, hartes Einsteigen wäre gelbwürdig gewesen. Sie können erhöhen. Sie verwandelt den Strafstoß. Hätte das Foul mal nicht gemacht. Nochmal dieser Elfmeter. Ja, bleibt einfach stehen, hofft auf einen Ball in die Mitte. Aber die Hoffnung wird dann eben nicht erfüllt. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Naja. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Sie können erstmal blocken, aber weiter Gefahr. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das Tor. Sie verkürzen. Jetzt fehlt nur noch einer und ich glaube, da geht noch was. Da ist die Szene noch mal. Kaum habe ich mich beschwert, dass die Spiele wieder zu einfach sind, kommen Spiele, die so viel Spaß machen auf Profi. Ich lasse auf jeden Fall Profi. Also. Heute auch schon mal zufriedener ausgesehen. Das war jetzt keine gute Aktion und ich bin mal gespannt, wie er nach diesem Gegentor reagiert. Xavi Simons. Moon. Nur noch der Torwart vor sich. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Ja, machen wir doch mal wieder zwei Tore Führung draus. Da kommt das Tor nochmal.
Und da sehen wir es. Er ist unaufhaltsam heute. Dreierpack, Tor Nummer 3. Alle machtlos. Ist ja schon ein wichtiges Spiel auch, ne? Das spiele ich auch ganz, weil ich möchte nicht simulieren und dann da haben die anderen doch noch Tore geschossen. Das mache ich nicht. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Den Ball holt er gut verteidigt. Da ist die Chance. Gehalten, macht er gut. Ah, jetzt habe ich schon wieder. Ah, das war doof. Jetzt die Ecke. Sorry. Ich bin noch ein bisschen. Xaver Schlager. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Und noch eine Ecke. Aber dann können sie doch nichts draus machen. Sie stören früh, da ist der Ball. Klasse gemacht, stark geblockt. Das ist der Pfiff. Jetzt geht's erstmal in die Pause hier im Europaparkstadion. Brauche ich. Das passt auch. Ja, ohne den Sieg, das wäre schlecht. Machen wir schon, ja. Kriegen wir hin. In diesem Moment geht er los. Der zweite Spielabschnitt hier im Europaparkstadion. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Der Angriff könnte was werden. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Ja, immerhin redet er mein Können, diesmal nicht schlecht. Erstmal hier der Ballverlust. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Da verlieren Sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Pass kommt gut. Gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende. Ja, dann auch. Puh. Xaver Schlager. Walker. Wenn der Ball so kommt, dann muss die Abwehr aufpassen. Nein! Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Ja, also, war er. Obwohl, das war knapper als ich dachte, ja, muss man auch sagen. Die machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend, offensiv, eine klasse Leistung. Transfer-News bei Newcastle, da war man ja seit geraumer Zeit hinter einem Spieler her und nun hat er endlich beim Club unterschrieben. Philipp, gute Parade. Ah, klasse geklärt. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Hier zeichnet sich so ein wenig die Wende ab und das spüren die Fans. Da entscheidet er auch faul. Es gibt Freistoß. Sie können klären. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Sehr gutes Technik. Ja, nur leider ist der. Philipp. Moon gewinnt dieses Duell. Kann was werden. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Nee, kann nichts werden, weil ich bin zu nah an. Richtiger Ballgewinn. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Das war ja jetzt nicht so die krasse, das zu erkennen, dass der Ball im Aus war. Ja. Also von vorne aufs Tor kann ich besser als von der Seite auf jeden Fall. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für den SC Freiburg. Dann geht es zu Hause gegen Stuttgart. Und da freuen wir uns auf eine hoffentlich hochklassige Begegnung.
Er versucht's. Ganz stark vom Torwart. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Ecke kommt in die Mitte. Und jetzt ist der Ball geklärt. Jetzt hat er den Ball. Da wäre Platz für einen Konter. Szene immer noch gefährlich. Er hat den Ball. Wird da was draus? Er geht dazwischen. Es wird gewechselt. Aber so ist immer eine Ecke, ja? Ecke kommt lang. Das ist der Befreiungsschlag. Aus der Ecke wird also nichts. Ganz wichtig, da muss er hin. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird. Dann wird es eng. Elif Elmas. Zieht ab! Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen aus, ein echter Bekannt. Doppelwechsel. Leipzig mit dem Wechsel. Ecke kommt ins Zentrum. Gut reagiert vom Torhüter. Lee Jae Sung. Und das ist der Ballverlust. Lukeba. Und wieder Dani Alves. Castillo Lukeba. Sie lassen den Ball gut laufen. Jetzt vielleicht. Gute Aktion vom Torhüter. Sie wechseln also aus. Ecke kommt in die Mitte. Er ist da und kann den Ball hier klären. Es gibt Einwurf. So, sie werden nun also wechseln. Ja. Das könnte vielleicht was werden. Michael Gregoritsch. Das könnte es sein. Da haben sie das Tor noch nicht. So also weiter dieser klare Rückstand. Aber das sah gut aus. Ja, das sah gut aus. Auch die können hier noch mal rankommen. Lukeba. Castillo Lukeba. Dani Olmo. Kai Walker. Dani Olmo. Abwehr muss aufpassen. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Da kommt die Ecke. Da passt er auf. Ball geklärt. Schön zurückgespielt. Da muss er aufpassen. Salai bringt den Ball nach vorne. Und sie verlieren den Ball dann doch. Ist doch gut so. Hier geht's um was. Dani Olmo. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Könnte und tun ist dann immer was anderes, ne? So oder so war das, ne? Schöner Versuch. Toller Freistoß, tolle Parade. Ah, in der
Szene war eine Menge drin. Legt sich den Ball hin, gleich kommt die Ecke rein. So, Ecke kommt. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Gefährlicher Schuss. Und damit sind sie nun mit 3 Toren vorne. Machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck. Ja, vor allem habe ich noch ein Tor gemacht. Das ist viel besser. Ein fantastisches Tor. Er setzt den Ball hier in den Winkel. Klasse gemacht. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Moukoko. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Dani Olmo. Das Spiel macht trotzdem richtig Spaß, auch wenn es jetzt 5-2 steht, aber es macht trotzdem richtig viel Spaß, das ist richtig gut. Weiß nicht, also es ist auch nicht zu einfach. Er kann es machen. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Kannst du jetzt mal ein bisschen. Könnte nicht mal ein bisschen netter sein zu mir? Gut verteidigt. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Ball kommt schön nach innen. Aber er kann aufatmen aus dieser Szene, wird erstmal nichts. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Talisca, das ist die Chance. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Ne, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Rizzo Doan. Der Ballverlust durch Eggestein. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihn wohl doch zu schaffen. Moon. Kai Walker. Elfmeter, ganz klar. Boah, ist das mies von mir gewesen. Ich habe einen hohen Pass angefordert. Weil ich wusste, der Spieler macht das blind. Könnte dieses Spiel wohl entscheiden. Hält den Elfer, ist es zu glauben. Was für eine Parade. Einwurf für RB Leipzig. Und jetzt ein Schuss. So, das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar. Verarscht mich doch, ey. Wenn mein Elfer nicht reingeht, mache ich den halt rein. Da setzen sie ihn unter Druck, aber er trifft trotzdem. Stark durchgesetzt, obwohl es gar nicht schlecht verteidigt war. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr mir meinen Elfer hier nicht gebt. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Da trennt er ihn vom Ball. Erstmal geblockt. Rizzo Doan. Moukoko. Haben die so verdient, ne? Ganz energisch. Halten aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Anderson Talisca.
Lee Jae Sung. Da kommt die Anzeige nach Spielzeit 3 Minuten. Pass kommt nicht an. Lukeba. Ja, setzt sich schön durch. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Jetzt die Chance. Aber am Ende kommt nur die... Wir sehen den Jubel auf Seiten der Gäste. Da unten ist nur mein Bild. Das haben sie klasse gemacht, haben dieses Duell von Beginn an ernst genommen, waren immer konzentriert. Und das hat sich ausgezahlt. Sie erreichen hier deutlich die nächste Runde. Ich habe 5 von 6 Toren erzielt. Kommt jetzt wieder irgendwas vom Trainer, irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich juckt ihn das einfach wieder nicht so.